Das, also ich bin immer noch in der Story-Modus, geil. Dann führen wir das Gespräch weiter. Ah, Jedi Abschaum. Eines Tages kriege ich euch. Er hat meinen Tarnfeldgenerator zerstört. Naja, es hat jedenfalls Spaß gemacht, solange es gedauert hat. Ist Teamarbeit nicht toll? So. Ihr habt euch wie ein wahrer Jedi benommen, Kira. Moment, davon brauche ich ein Holo. Das will ich Meisterin Kiwiks vorspielen. Kein Zeichen von Dr. Tarnis. Das gibt der Sache irgendwie einen Dämpfer. Wir waren die Köder. Jetzt werdet ihr euren kleinen Doktor nie wiedersehen. Ach, wirklich? Gebt mir eine Minute mit diesem Kerl. Ich bring ihn zum Reden. Ihr habt eine Minute, nicht länger. Die Sache ist die, er muss gar nicht reden. Nicht, wenn ich einfach seine Gedanken lese. Was? Aufhören! Raus aus meinem Kopf! Raus! Der Doktor ist im Hauptquartier der Schwarzen Sonne. Sala hat ihn. Lasst mich in Ruhe! Billige Schurken glauben einfach alles. Ich kann keine Gedanken lesen, Blödmann. Ihr habt mich ausgetrickst. Ich mag die Kira so. Clever, Kira. Sehr clever. Die Schwarze Sonne ist ein wichtiges Verbrechersyndikat. Was auch immer sie von Tarnis wollen, wir retten ihn besser schnell. Ich werde mit meinem Sicherheitsbeauftragten hier aufräumen. Agent Galen wird einen Bericht wollen. Oh Mann, ey. Großartig, Streamer. Ah. Ich mag die Kira, die hat voll die große Klappe. Eigentlich ist dieses Gegenstück zu der Twi'lek, die immer Piep 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 am Anfang gesagt hat. Ich bin halt immer noch am überlegen, ob ich irgendwann bei den Sith von vorne anfange oder ob ich da weitermache. Weil im Grunde es würde sich lohnen, von vorne anzufangen, weil die Story da ist man zu lange raus. Man weiß halt nichts mehr von den ersten 40 Leveln. So, das ist bei mir so. Und ich sag mal so, es gibt ja auch auf der Sith-Seite noch fünf weitere andere Charaktere, die du ja mal spielen könntest. Ja. Ich weiß nicht, ob die Quest sich dadurch groß ändert. Ich weiß nur, dass man hier auf der hellen Seite, wenn man da zum Beispiel Kopfgeldjäger war auf der bösen Seite. Schmuggler war hier auf der hellen Seite. Dass du zum Beispiel auch nicht auf Typhon landest, sondern auf einem komplett anderen Planeten. Die ersten Quests hast. Ich weiß halt nicht, ob man als Jedi irgendwie auf dem Planeten kommt. Och man, der regt keine Sprachnachricht. Kann er ja nicht wissen. Oh Mann, ey. Derek, schreib mir bitte, was du in der Sprachnachricht gesagt hast. Ich streame. Ich will jetzt nicht schon wieder auf Pause machen im Stream. Alter, ich krieg langsam das Kotzen hier, ey. Was ist denn hier die Gesichtsverräter, Feinde der Republik? Hab ich doch alles schon gemacht. Aber die mache ich nochmal. Ich muss dahin. Ich habe hier noch nicht alles aufgedeckt. Gehen die XP flöten. Ne?
mir meine Schwester nachher schreibt. Die ist nämlich jetzt im 9. Monat. Wird Zeit, dass das kleine Baby kommt. Das ist echt schon so lange her. Die hat Anfang der Woche oder letzte Woche gepostet bei WhatsApp, endlich 9. Monat. Also es kann in dem Monat jetzt oder im kommenden Monat soweit sein. Wenn die kleine Püppi rauskommt. Hab ja auch schon hier so eine kleine Puppe, also eine Kuscheltierpuppe. Und Teller mit, also Kinderteller mit Kinderbesteck. Also aus Plastik halt. Meine Tochter hat auch Kinderbesteck, aber schon richtig aus Metall. Und die Kleine, da habe ich und meine Tochter was ausgesucht, halt so ein Lernbesteck und alles, auch wenn es erstmal frisch auf die Welt kommt, das Kind. Aber sowas zu haben ist schon praktisch und das wollen wir halt auch dieses Jahr unter den Weihnachtsbaum legen für die Kleine. Also hat meine Tochter so gesagt, das soll ein Weihnachtsbaum. Habe ich halt mit meiner Schwester geschrieben. Die fand die Idee richtig süß. Ja, im Dezember sind wir dann mal wieder bei meiner Schwester drüben. Mama hat gesagt, dass ich erst Ende der 6. Klasse aus dem Ort gehe. Weil Laura da noch lernen muss. Ich habe gesagt, das kann ich, das kannst du schon Ende der Ort gehen. Ich kann sie aber. Jetzt bin ich gegen die Wand gerannt. Nice. Mann, Mann, Mann. Warum muss ich mir das immer alles antun? Dr. Tarnis ist gerade die geringste unserer Sorgen, General. Die gestohlenen Daten enthielten nicht nur Details über den Planetenfänger, sondern über jeden Waffenprototypen und jede Forschungsanlage. Unsere mächtigsten experimentellen Waffen. Und die Schwarze Sonne hat nun Zugang dazu. Wie konnte das geschehen? Was erhofft sich die Schwarze Sonne von all dem? Sie könnten ein Vermögen damit machen, unsere Geheimnisse an unsere Feinde zu verkaufen. Wir müssen schnell handeln, um diese anderen Waffen zu sichern. Wo sind sie? In 3 Forschungsanlagen. Minimale Verteidigung, damit sie nicht auffallen. Sie sind verwundbar. Meisterin Kiwix und ich werden uns aufteilen und 2 beschützen. Und ich übernehme die 3. Der spannende Teil liegt bei dir. Dr. Tarnis retten und die kopierten Dateien von der Schwarzen Sonne zurückholen. Wir sind zum Abendessen wieder hier. Kira wird ebenfalls hier bleiben. Wenn Agent Galen aufgebrochen ist, werden ihre Computerkenntnisse benötigt. Sie kann sehr impulsiv sein. Aber gib ihr eine Chance. Ihr werdet ein gutes Team bilden. Sie übertreibt es hin und wieder, aber ich mag sie. Sie kämpft mit emotionalem Ballast, wie es viele junge Jedi tun. Denkt immer daran. Wir sollten aufbrechen. Möge die Macht mit uns allen sein. Ich bringe euch zu euren Schiffen, meine Freunde. Ehe ich aufbreche, stelle ich euch all meine Ressourcen zur Verfügung. Im Gebiet der Schwarzen Sonne ist eine taktische Sondereinheit im Einsatz. Erfahrene Sicherheitsoffiziere, die diese Kriminellen schon seit Monaten bekämpfen. Fliegt zu diesen Koordinaten. Redet mit Sergeant Nidalio. Er kann euch helfen, Dr. Tarnis zu retten und die kopierten Dateien zurückzubekommen. Diese Mission ist zu wichtig, um zu versagen. Ich nehme jede Hilfe, die ich bekommen kann. Ich werde ihm sagen, dass ihr auf dem Weg seid. Unterschätzt die Schwarze Sonne nicht. Töten ist eins ihrer Hobbys.
Und sie sind gut darin. Kira ist auf dem Weg. Ich verschaffe ihr direkten Zugang zu unserem Sicherheitsnetzwerk, bevor ich aufbreche. Viel Glück. Der will nicht mehr in den Hort gehen, jetzt wo er 6. Klasse kommt. Und seine Mutter hat gesagt, erst Ende der 6. Klasse geht er nicht mehr in den Hort. Ja. Zum ähnlichen Hort ist doch geil. Du bist doch immer am Fußballspiel mit deinen Freunden. Jetzt schreibt er mir, er hat keine Freunde im Hort. Also, ich weiß gerade selber nicht, was ich da jetzt noch glauben soll. Weil wo ich früher den abgeholt habe, da hat der dort auf dem Fußballplatz rumgebolzt. Ohne Ende. Und der erzählt mir auch immer, wie er da Fußball gespielt hat. Ist schon seltsam gerade. Ich denke mir eher, das ist jetzt Pubertät, wo er versucht, seinen eigenen Kopf durchzusetzen und sagt, nee, ich will nicht in den Hort, ich will nach der Schule heim kommen. Ich gehe lieber dann so meine Schwester abholen und meinen Bruder. Und ja, hat er halt mehr Freizeit dann zu Hause. Weil wenn er dann um 12 Uhr heim ist und erst 14 Uhr wieder los muss, klar, weil er 2 Stunden, wo er an der Playstation zum Beispiel hocken kann. Ja. Wo er aber wortwörtlich die Arschkarte hat, weil er dann Hausaufgaben machen muss zu Hause. Und das kapiert er wieder nicht. Glauben die vielleicht, sie könnten ihre Sitze behalten, falls das Imperium zurückkehrt? Die Gefahr scheint gewisse Senatoren, deren Namen und Planeten ich nicht nennen will, nicht sonderlich zu beunruhigen. Und da geht das eigentlich auch ruckzuck. Hier habe ich ihn so beigebracht, wenn er Fragen hat, soll er Fragen kommen. Dann helfe ich. Willkommen. Aber bei sinnlosen Sachen helfe ich nicht, da muss er dann alleine klarkommen. Bei ihm ist es so, er kommt dann an, Papa, kannst du mir helfen, kannst du mir helfen, kannst du mir helfen. Bei Sachen, die er sogar weiß, will er, dass ich ihm das dann vorrechne, sodass er es nur noch einschreiben muss. Und mache ich nicht mehr. Das war jetzt hier, wo sie wochenlang zu Hause waren, eigentlich dauerhaft der Fall. Wir haben das ja so gemacht, es gab ja immer für eine ganze Woche Hausaufgaben auf und sollten einteilen auf die einzelnen Tage. Und ich habe mir gesagt, je mehr wir schaffen, umso mehr Freizeit habt ihr hinten raus. Bin ich auch dabei geblieben. Ne? Und bei ihm ist es so, er ist wirklich, er hat sich hingesetzt, er hat so getan, als ob er was macht. Jetzt muss ich mal ganz kurz was gucken. Ich wünsche Ihnen einen sicheren Rückgang. Er hat so getan, als ob er was macht, dann tut er so, als ob er es nicht weiß, nicht kann, dann fragt er mich und dann muss ich es halt vorrechnen. Und er ist dann nur noch so, einschreiben, einschreiben, einschreiben. Ganz schnell, wisst ihr? Und nö. Das muss er jetzt alles alleine können, soweit. Außerdem ging ja eh in der Schule alles erklärt. Ja. Bei denen ist es in der Klasse gut, das sind 10, 15 Kinder. Das ist eine kleine Klasse. Ja, es ist halt auch keine normale Schule. Es ist halt eine Lernschule, wo er eigentlich schon auf eine normale wechseln könnte. Das haben selbst die Lehrer schon gesagt, weil der im Kopf so recht flink ist und so schnell. Aber er stellt sich auch gerne mal dumm, wenn ihm langweilig ist. Damit man sich mit ihm beschäftigt. Und dann macht er Blödsinn, wenn das nicht der Fall ist. Ja, und dann wundert er sich, wenn er wieder Ärger kriegt von den Lehrern. Ich weiß aber nicht, wie es bei ihm wäre, wenn er jetzt auf eine normale Schule wechselt, wo eine Klasse 40 Kinder hat. Ich glaube mir, da würde er wohl eher untergehen dann. Weil die Lehrer können dort nicht auf jedes einzelne Kind eingehen. Nein, da hat vielleicht jedes Kind einmal in der Woche ein persönliches Gespräch für Fragen. Das, die Zeit nehmen sich die Lehrer nicht. Die ziehen den Stoff durch, geben Hausaufgaben auf und dann war's. Dafür werden auch Lehrer heutzutage nicht mehr bezahlt. Die machen auch bloß ihr Zeug und dann Tschüssikowski, war's das. Ich meine, aber soll im Unterricht Fragen stellen, das meine ich. Ja, klar, da antworten die Lehrer dann auch drauf, aber wenn du keine Frage hast, dich nicht meldest, ja, dann
Wie sagt man so schön, bist du gefickt. Aber du hast es kapiert. Und wenn du es nicht kapiert hast, Pech. Also bei mir war das früher auch schon so. Wir waren ja auch knapp 30 Kinder in der Klasse. Du musstest aufpassen. Die haben sich nicht um jedes einzelne Kind gekümmert. Hast du nicht aufgepasst, hast es nicht kapiert, hast du Pech. Wortwörtlich. Ja. Und das ist halt scheiße. Und da kann ich mir gut vorstellen, dass er, wenn er jetzt von der Lernschule zu einer richtigen Schule wechselt, dass er da untergeht. Der geht daran dann kaputt. Wenn ich fragen darf, bis zu welcher Klassenstufe geht die überhaupt? Die Förderschule? Ja. Bis zur 10. kann er dort machen. Ich kenne auch welche, die sagen, ab der 8. oder 9. muss man dann die Schule wechseln. Nee, da kannst du wirklich bis zur 10. machen. Die unterstützen dich dann auch, einen Ausbildungsplatz zu suchen und allem Pipapo, was du halt in der normalen Schule nicht hast. Mhm. Bei mir war es nach der Schule so, ich habe BVJ gemacht. Nach BVJ habe ich BBE gemacht. Und das BBE war in einem überbetrieblichen Ausbildungsteil. Und so habe ich dann dort auch direkt die Ausbildung bekommen. Da hatte ich Glück. Heutzutage machst du nach der Schule, ja, musst du dich selber hinsetzen, Bewerbung schreiben, fertig. Wenn du nicht findest, bist du der Arsch bei allen. Wenn du was hast, hast du Glück gehabt. Ja, klar. Warum habe ich diese Quest nochmal angenommen? Die hatte ich doch schon. Mann, Zeichnen, die man schon mal gemacht hat. Ja, tun sie doch. Das ist so ein, dieses normale Dreieck und halt mit so Recycle-Symbol. Dass du die immer wiederholen kannst. Ich habe jetzt an so einem Terminal ist es nicht gekennzeichnet. Achso, an Terminal sind die echt nicht gekennzeichnet. Ja, stimmt. Und da müssten sie es kennzeichnen, weil ich mache jetzt eine, die ich schon hatte. Ja, gut. Aber gut, hier geht alles locker vom Hauptraum. Es ist mir gleich, weshalb ihr das getan habt. Ich bin nur froh darüber. Ich schulde euch was. Nehmt diese Credits. Die Republik zahlt ihre Schuldigkeit. Den 46er will ich raus haben. Dafür kommt der rein. Und 46, das ist eigentlich scheißegal, das sind 62er. So.
Na dann, ich habe wirklich nur noch die Hauptquest vor mir. Und dann muss ich noch im Story-Mode weitermachen, damit ich Kurs dann komplett abschließe. Wählen Sie eine verfügbare Reiseroute. So, das wird alles verkauft. Das bleibt. Jetzt könnte ich das Lichtschwert benutzen. Rivalenlichtschwert des Oberhaupts. 120 Macht, das ist noch nicht mal aufgewertet. Wenn ich das aufwerte, ist es bei definitiv besser als meins. Schaden des Typs Energie. Okay. Das hat Farbkristall Blau 38. Ausdauer hat mein 17, das 19. Also bis auf die Macht, Kraft und die Schnelligkeit hat das nur Plus-Effekte. Boah, jetzt würde ich am liebsten zum Senat zurückfliegen und das Ding off-tunen. Wie sieht es mit der Haltbarkeit der Rüstung aus? Ja, das geht alles noch. Haltbarkeit 74% vom Schwert. Ja, nee, ich rüste das dann auf. Ich mache erstmal hier die Aufgabe. Ich mach erstmal hier. Sehe ich nochmal die Haltbarkeit? Wenn du, ist bei mir alles voll. Wenn du C drückst, genau, gehst du mit der Maus auf irgendeinen deiner Ausrüstungsgegenstände. Ja. Und dann steht dort 100% Haltbarkeit, 99% unter dem großen grün oder blauen Dingsbums. Oh. Ja, 80% ist mein niedrigstes. Das geht sogar noch. Meins 74, das ist nicht schwer. Einsatzbereit. Kehren Sie auf Ihren Posten zurück. Sicherheitsoffizier Staun, Heldenmission. Nee. Hier habe ich irgendwo noch was nicht aufgedeckt. Ach, dort. Ah, gib mir XP-Flötner. Das darf nicht sein. Sag mal, die kann ich alle alleine erledigen. Wieder? Schüssikowski. Ist immerhin schon Stufe 10 dort, da kannst du noch weitermachen. Die kann ich hier auch alleine wegklatschen. Oh,
Ihre Beschwerden. Sie sind einsatzbereit. Kehren Sie auf Ihren Posten zurück. Oh, was gab's denn hier? Schatz. Suche Tresorkiste ersten Grades. Okay. Nilith Kill. Was? Nilith Kilt von Adari. Willst du mich verarschen? Hauptwert 58. Meins hat einen Hauptwert. Meine Hose hat einen Hauptwert von 307. Hast du endlich einen Beruf ausgewählt? Corporal holt ein Coltopack für den Mann. Alle anderen für die Evakuierung vorbereiten. Agent Garland schickt mich. Was ist passiert? Schwarze Sonne. Das ist nicht mehr nur noch eine Bande. Das ist eine Armee. Wir haben ein Gebiet um ihre Basis für euch gesichert. Sie haben mit Militärwaffen zurückgeschlagen. 6 meiner Leute sind dabei umgekommen. 7, Sir. Jaren hat es nicht geschafft. Wir sind nicht für diesen Kampf ausgerüstet. Nicht mehr. Wir können euch nicht helfen. Kein Grund zur Panik. Uns fällt schon etwas ein. Bei allem Respekt. Aber ihr habt keine Ahnung, was euch da erwartet. Wir kämpfen nun schon seit Monaten gegen die Schwarze Sonne. Mit ihren neuen Waffen und Rüstungen sind sie unaufhaltbar. Seht uns an. Wir sind halb tot und sie haben kein einziges Opfer zu beklagen. Es gibt keine Hoffnung auf Sieg. Wenn ihr jetzt aufgebt, sind eure Soldaten umsonst gestorben. Wollt ihr das etwa? Was ist mit dem Mann in der Basis, der auf seine Rettung wartet? Wollt ihr ihn einfach im Stich lassen? Das ist ein Moment der Wahrheit, Sergeant. Gebt ihr auf und lasst das Böse gewinnen? Oder steht ihr auf und kämpft? Ich komme mit euch. Aber ich werde meine Männer nicht bitten, uns zu folgen. 10 Minuten. Super geil, dass Sonnenscheinwetter ist. Der Jedi hat recht. Dieser Abschaum darf uns nicht besiegen. Ich bin dabei. Ich wollte schon immer mal an der Seite eines Jedi kämpfen. Ihr müsst das Sicherheitsnetzwerk der Basis ausschalten, damit wir reinkommen. Sobald das Netzwerk deaktiviert ist, greifen wir den Hintereingang an. Ihr geht von vorne rein, wir treffen uns in der Basis. Seid alle stark. Wir sehen uns drinnen. Also Beeilung, Leute! Los, los! So, weiter geht's, weiter geht's, weiter geht's.
Verrätst du mir jetzt, welchen Beruf du gewählt hast? Wie bitte? Verrätst du mir jetzt, welchen Beruf du gewählt hast auf der Raumstation? Ich verstehe kein Wort gerade. Warte kurz, bis der Kampf vorbei ist. So, nochmal bitte. Verrätst du mir jetzt, welchen Beruf du gewählt hast auf der Raumstation? Biochemie. Was muss man da machen? Ich hab keine Ahnung. Ich bin der Tätigkeit noch nie nachgegangen. Okay. Justin! Oh! Auch mal selten, dass du wieder da bist, Justin. Kurze Frage, ich hatte mal jemand angesprochen und ich habe einfach gesagt, dass du in der Ausbildung steckst. Stimmt das denn oder hat das einen anderen Grund, warum du zurzeit so beschäftigt bist? Er ist in der Ausbildung. Ah, okay. Ja, hab ich irgendwie erwartet. Wollte auch nicht. Alles noch sehr anstrengend. Wir haben alles für euch riskiert. Das die Daten gestohlen, die Entführung vorgetäuscht. Ist das jetzt der Dank? Und es wird nicht ihr einfacher. Ihr habt als Lohn ausreichend Waffen und Panzerung erhalten, um die schwarze Sonne unbesiegbar zu machen. Unbesiegbar? Da ist ein Jedi, der meine Basis zerlegt. Das ist eure Schuld. Wir hätten niemals einem Sith trauen dürfen. Wenn ein Jedi hinter euch her ist, Sala, hat das nichts mit mir zu tun. Was hast du gesagt? Ich war gerade im Gespräch hier drin. Also, ich habe nur gesagt, dass du weißt, wovon du redest. Du hattest ja als Einziger eine Ausbildung. Yep. Wir nehmen das. Ihr werdet mit dem Betrug an der Republik nicht davonkommen, Dr. Tarnis. Mein Name ist Lord Tarnis. Ich habe meine alte Hülle abgelegt. Ich habe keine Zeit für diesen Unsinn. Beendet euren sinnlosen Kampf. Das Schicksal von Coruscant ist besiegelt. Ergebt euch. Wir haben euch umzingelt.
Das ist Sergeant Nedaglio. Er ist hier, um euch festzunehmen. Ich schlage vor, ihr lasst das zu. Die schwarze Sonne ergibt sich nicht! Ich fasse es nicht. Wir haben gerade Salah ausgeschaltet. Das wird die schwarze Sonne so schnell nicht vergessen. Wir haben ein paar gute Soldaten verloren. Doch dieser Sieg verleiht ihrem Tod eine Bedeutung. Ja. Eure Männer haben tapfer gekämpft. Ihr solltet stolz sein. Danke, dass ihr diese Mission geleitet habt. Die schwarze Sonne wird bald Verstärkung schicken. Gibt es eine Spur von dem Mann, den ihr retten solltet? Da seid ihr ja. Wir haben Salas Holo-Gespräch mit Tarnis abgefangen. Ich fasse es nicht, dass er ein Sith ist. Aber das ist nicht mal das Schlimmste. Der Planetenfänger-Prototyp hier im Labor ist eine Fälschung. Tarnis hat den echten Planetenfänger gestohlen. So. Verfolgt das abgefangene Holo-Gespräch zurück. Verwendet es, um die Operationsbasis unseres Siths zu finden. Ich arbeite schon daran. Wir brauchen euch hier im Senatsgebäude. Kira, Ende. Anscheinend hat eure Arbeit gerade erst begonnen. Wir werden euch nicht aufhalten. Lebt wohl, Jedi. Oh Gott. Und wieder zurück zum Senat. So, kann ich das andere Lichtschutz aufwerten. Mal gucken, ob das so mehr Damage macht. Wenn man hier Schmuggler macht, kann man ja so, hat man so eine Raketenschuhe an. Ja. Ob man damit über kurze, Lufträume fliegen kann, gleiten kann. Weil du hast das Jump Run jetzt bestimmt auch gemacht mit dem Holochron und das war ja mal richtig Abfuck. Das Einzige ist das Jump'n'Run, was du beschrieben hast, auch bergauf, weil mit diesen Düsen kommst du nicht berghoch. Aber sonst müsstest du theoretisch eine Zeit lang gleiten können, ja. Ja, die Frage ist, ob man da wirklich über so einen großen Hohlraum gleiten kann. Ich habe schon beispielsweise so bei einer Landeplattform, ist da eine Landeplattform, da ist ein Spalt, wo du normalerweise runterfällst und da ist die nächste Landeplattform. Da habe ich schon Leute drüber gleiten sehen, das geht. Okay. Aber es sind dann, was weiß ich, 10 Meter maximal. Okay.
Berichtshefter zu schreiben. Ist nicht einfach. Ja. Die Taxiplattformen sind geöffnet. Das musste ich eine Ausbildung machen. Ich wünsche Ihnen einen sicheren und angenehmen Aufenthalt. Jeden Tag eintragen und jeden Tag dann noch eine Unterschrift geben lassen vom Ausbilder. Irgendwann habe ich mir dann auch gesagt, ne, es geht gegen Ende der Ausbildung zu, ich mache das nicht mehr. Hab dann kurz vor Prüfung alles eingeschrieben, die ganzen Unterschriften geholt und fertig. Ich wollte mir gerade eine hübsche Frau dann gucken. Ist ein Idiot schon gelandet. Warte mal. Druide. Komm, geh mal was machen. Für dein nicht vorhandenes Geld. Wir müssen alle 4 Wochen die Tage Berichte vorlegen. Ja, es war bei uns, jeden Freitag mussten wir das im überbetrieblichen Betrieb vorlegen. Was ist das für ein Wort, überbetrieblicher Betrieb? Ja, es ist halt überbetriebliche Ausbildung gewesen. Und das war, ja, das ist so ein Betrieb dann. Okay. Das habe ich noch nie gehört, das Wort halt. Eine Firma ist ein Betrieb, eine Ausbildungsschule ist auch ein Betrieb, kann man so nehmen. Ja. Wenn ihr was seht, das euch gefällt, ruft mich an. Strino Bambino, wo war die Werkbank? Da ist er. Kann ich das Licht werden? Bitte einmal alles rausnehmen. Ja, ich kann alles rausnehmen. Kostet allerdings so knapp 1000 pro Ding, ey. Holy shit. Und jetzt nehme ich das hier. Das kann ich nicht aufrüsten. Willst du mich verarschen? Boah, leck mich doch. Muss ja doch bei meinem bleiben. Sonst Geld ausgegeben. Wow. Mann. Kann ich das nicht auseinandernehmen irgendwie? War das nicht so? Doch, warte mal, irgendwie war das doch. Hier Deconstruction. Ich habe nicht die erforderliche Crewfähigkeit. Zerlege Gegenstände, um Materialien für Crewfähigkeiten, Java-Stücke und Tech-Fragmente zu erhalten. Na dann. Das sind die besten Preise an diesem Ende der Galaxis. Überzeugt euch selbst. Oh. Besser als nichts. Hat mich sehr gefreut. Lol, ich habe gerade mal 4900 EP bekommen, weil ich ein Geschenk vergeben habe. Nice. Denkt das da ein Kumpel da vergeben oder an wen? An meinen Druiden. Okay. Der ist gar nicht online. Der ist ideal, ja.
oder die. Ich weiß ja nicht, was er, sie, es ist. Mein Charakter spielt eine Frau, aber der Name im Stream vorgestern hat sich gelesen wie ein Kerlname. Also ein Jungsname. Okay. Ich weiß es nicht. Kann man ja mit Chancen argumentieren. Die Chance, dass es ein Junge ist, ist deutlich größer, als dass es ein Mädchen ist. Muss nicht sein. Es gibt heutzutage mehr Weiber als Kerle, die zocken. Tatsächlich. Okay. Ich meine aber auch zum Beispiel, Star Wars Bereich generell ist eher ein Jungsbereich. Der Franchise kenne ich nicht so wirklich viele Mädchen, die das gerne machen. Oh. Oh, Darko. Registriere dich mal bei Facebook und geh mal in eine Star Wars Gruppe. Was da an Frauen-Cosplays passieren, also das sind mehr Frauen als Kerle. So. Mein wissenschaftlicher Leiter, ein Sith. Wie kann ich die Republik beschützen, wenn ich meinen eigenen Leuten nicht trauen kann? Termes gesamtes Technikteam ist mitsamt dem Planetenfänger verschwunden. Sie sind ebenfalls alle Verräter. Die Sith wollen, dass wir in Panik geraten. Lasst euch nicht von Furcht beherrschen. Tarnis wird den Planetenfänger gegen Coruscant einsetzen. Er könnte uns für immer hier festhalten und die Republik lähmen, indem er uns als Geisel nimmt. Ihr seid unsere einzige Hoffnung, das zu verhindern. Ich werde ihn aufhalten, General. Aber dazu muss ich wissen, wo er ist. Das ist mein Stichwort. Ich habe das Holo-Gespräch verfolgt, das wir von der Basis der Schwarzen Sonne abgefangen haben. Tarnis hat von Sektor 439 aus kommuniziert. Justicar-Gebiet. Tarnis weiß, dass wir dort nicht willkommen sind. Justicare sind eine paramilitärische Bürgerwehr. Sie haben einen Sektor übernommen und haben alle Verbindungen zum Rest von Coruscant abgebrochen. Sie mögen keine Besucher. Bürgerwehr, sagt ihr? Inwiefern? Viele Justicare sind Ex-Militärs der Republik, die nach Hause zurückkehrten, nur um festzustellen, dass Verbrecher ihre Nachbarschaft kontrollierten. Sie sind der Meinung, die Republik hätte Coruscant an das Verbrechen verraten. Also nehmen sie die Sache selbst in die Hand. Die Justicare sind gut trainiert und bewaffnet. Doch sie interessieren mich nicht. Der Sith Lord macht mir Sorgen. Ihr solltet Tarnis nicht allein gegenübertreten. Ich mag zwar nur ein Padawan sein, aber ich kann euch helfen. Nee, ich bin ja gerade in einem Story-Quest-Gespräch und da hat er irgendwas mit Verbrechern in der Nachbarschaft erzählt. Ja, Verbrecher in der Nachbarschaft. Lol, renne ich jetzt mit der Kira rum? Wenn so viel auf dem Spiel steht, sind zwei Jedi besser als einer. Halte Tarnis auf, bevor er den Planetenfänger gegen uns einsetzt. Das Schicksal der Republik liegt in euren Händen, Jedi. Möge die Macht mit euch sein. Nice, nice, nice. Dann kann der jetzt Ochsen gehen. Hier ein Schatz. Du bist als Heiler drin, genau. So bleibt das so. Sweetie. Warte mal, ich kann dich doch auch einkleiden. Gefährten. Wert 32, Wert 38. Beherrschung 10, Ausdauer 14. Beherrschung 10, Ausdauer 12. Aber dafür Angriffskraft und kritischer Treffer. Genau, du kriegst erstmal nix. Sag mal, kann ich dich nackig machen? Ich will die nur ausziehen. Oh Mann, Beschiss!
hier Wert 32, der hat nur Wert 26. Rüstung 48, Rüstung 7, Beherrschung 7, Ausdauer. Nee, ist auch zu schlecht dafür. Schade. Sag mal. Kleiner Einfluss, kleiner, kleiner. Oh, bitteschön. Anscheinend mögt ihr mich doch. Oh, aber sowas von. Ich mag dir, Kira. Wählen Sie eine verfügbare Reiseroute. Könnte ich die eventuell jetzt auch noch wegschicken? Ja. Geht halt wirklich. 2 Minuten 20. Geht nicht, schade. Mann, sieht der Darko hässlich aus. Ich muss da runter. Falsch. So. Shit, was nehme ich denn das da?
Scheiße, wenn man dann hier hochkommt, hä? Okay, jetzt mal gleich da. Gut. Mischst du dich in meinen Kampf ein? Dämliche Kröte. So eine dämliche, ey. Hier, komm, du kannst gleich weitermachen. Noch mehr Schatzsucher. Falsch. Wir müssen die Justikare all die wegsperren, die sie nicht umgebracht haben. Ich muss da lang. Ach, das ist gut. Kämpf du mal. Ich sehe nirgendwo einen Planetenfänger. Das ist nicht gut. Wir waren solche Narren. Tarnis, er ist ein Sith. Ich bin gekommen, um ihn aufzuhalten. Was ist hier geschehen? Tarnis hat uns ausgetrickst. Er sagte, ihr Jedi wollt das Projekt beenden. Er wies uns an, den Planetenfänger hierher zu bringen, ihn sicher zu verwahren. Wir dachten, wir retten die Republik. Wir haben Tarnis den Prototypen gebracht. Er ist auf uns losgegangen. Hat alle getötet. Ich muss wissen, wo Tarnis hin ist. Keine Ahnung. Aber er hat den Planetenfänger mitgenommen. Der Prototyp erzeugt eine immense Hitzesignatur, wenn er aktiviert wird. Macht einen Thermalscan. Dann findet ihr Tarnis. Der Planetenfänger braucht Zeit, um Energie aufzubauen. Genug Zeit für euch, um ihn zu zerstören. Rettet Coruscant. Armer Mann, das hat er nicht verdient. Ich starte einen Thermalscan von einem dieser Terminals. Kommt! Ui. Ja, kriegst du erstmal ein Geschenk. Danke. Jetzt wollen wir mal gucken. Der Gürtel hat wieder einen Wert von 26. Die Hose einen Wert von 26. Wert von 32. 77 Rüstung, 121 Rüstung, 9 Beherrschung, 10 Ausdauer. Alter, das Zeug ist alles schlechter als das, was die Kira anhat. Da müssen wir ran, ne? Thermalscan läuft. Der Techniker hatte recht. Das nenne ich ein Signal. Ortung läuft. Na also, Sektor 167, Koordinaten 8863. Soll das ein Witz sein? Das Signal kommt aus den Ruinen des Jedi-Tempels. Aha. Wenn der Planetenfänger aktiviert wurde, haben wir nicht viel Zeit. Die Ruinen des Tempels liegen mitten in einer Gefahrenzone, die Hüttenstadt genannt wird. Leute gehen hinein, aber kommen nicht mehr heraus.
Hier in der Nähe ist ein alter Aufzug, der hinunter zur Hüttenstadt führt. Ich hoffe, ihr seid auf alles vorbereitet, denn das ist alles, was ich weiß. Wenn ein Sith darunter kann, können wir das auch. Hoffentlich kommen wir heil unten an. Und er nicht. Ich bin bereit. Also los. Und das kriegt man schon hin. Das kriegt man schon hin. Welcher Fahrstuhl? Ach, der ist ja am Arsch der Gegend. Aufgedeckt, sehr schön. So. Ich muss hier oben lang, lull. Warten Sie die Untersuchung und Produktvorschläge ab. Nee, warte. Erstmal aufmachen. Bitte. Danke. So. Melden Sie Ihre Beschwerden. Reparatur. Alles. Sie sind einsatzbereit. Kehren Sie auf Ihren Posten zurück. So. Gleichgewicht. Fragt sich schon, wie lange noch? Fragt sich nur, wie lange noch?
wird abgelenkt. Jetzt einfach nur noch der dicken gelben Linie folgen. Gut. Das krieg ich mal gebacken. Hier rum. Sag mal, Stufe 15 Nahkampf. Nee, da hab ich jetzt keinen Bock drauf. Danke. So, ich mache jetzt aber eine kurze Pause, muss nämlich dringend aufs Klo und wir hören uns gleich wieder.